So, dann machen wir das Silo mal kaputt. Was ist denn jetzt hier? Musik ist alle. Oder was? Nee. Moin, Felix. Moin. Wo darf ich denn mal hinkippen? Och, du. Ich glaube, der ist gerade nicht da. Nee, ne? Ich bin da. Achso, er ist da. Weiß nicht. Ich such dir einen freien Platz. Okay. Ich guck mal, ob ich das da reingedrückt krieg. Ja. Da, 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 da. So. Lenkachse. Hopp. Na, auf dem Kaisilo läuft das aber ein bisschen entspannter. Auf YouTube gucke ich tatsächlich Videos auf 1,5 oder zweifache Geschwindigkeit. Ihr seid doch krank. Keine Zeit. Was denn für Videos? Also. Naja, gut, es gibt durchaus schon Leute, die Tutorials in 1-2 Stunden abfrühstücken. Da kann man das durchaus mal machen. Aber es gibt auch Leute, und also no front, ne, das ist Spaß ist halber gemeint. Es gibt auch Leute wie Modell Eicher, da musst du ein bisschen verlangsamen. Ja, es liegt an der Redegeschwindigkeit des Protagonisten. Ja. Richtig. Der ist echt flott. Ja, das wird. Also nichts gegen ihn, ne, das ist überhaupt. Also es ist. Bitte weiter. Nicht so. Frankland, ich finde das bei WhatsApp Sprachnotiz fähig Gold werden. Vielen Dank. Ja, das ist wichtig. Ja, das ist sehr wichtig. Aber ich muss ja sagen, das ist total schlimm. Es gibt Leute, da kannst du das auf zweifach stellen und verstehst alles problemlos. Ja, wenn das stimmt. Zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe hier, wenn Felix oder so redet, Junge, da hast du manchmal das Gefühl, das ist auf einfach schon doppelt. Was? Nee. Das ist Quatsch. Ich rede doch langsam. Ja, muss es auch geben. Gehört dazu. Was? Nee, das ist doch Quatsch. Ich rede doch langsam. Ja, geht so. Ja? Also manchmal hast du in der WhatsApp-Gruppe eine Redegeschwindigkeit drauf. Ja, da muss ich dann selbst von anderthalbfach runterstellen, damit ich dann nicht nur Mickey Maus höre. Das passe ich manchmal der Fahrgeschwindigkeit im Auto an. Achso, wenn du mit 240 auf der Autobahn bist, dann ist das automatisch. 240 mit meinem 1,4er Golf, 75 PS, dann kein Problem. Das macht er. Das macht er. Mit Rückenwind oder was? Das macht er aber auch nur einmal mit Bremsenreiniger und dann ist vorbei. Ja. Glaube nicht, dass das Getriebe das mitmachen würde. Ja, das weiß ich. Kannst du ja mal ausprobieren, nee. Mal Infos rüberkommen. Nee. Ich weiß nicht, ob der Twingo von JP noch fährt. Der hat es ja dann, wenn dann, überlebt. Also es ist auf jeden Fall erstaunlich, wie viel so ein Motor ab kann, bis der wirklich tschüssi sagt. Kommt drauf an, was für ein Motor. Ja, das stimmt. Also damals Kollege mit seinem 1,8er Golf 3, der ist nach dem Unfall ohne Öl noch 50 Kilometer nach Hause gefahren. Der ist noch wieder 1. Ja, gut, alte Maschinen. Ich hatte zum Beispiel mal einen Polo, 94er Baujahr. Der hat den Leck im Kühler. Das habe ich auch nie behoben. Ich habe den einfach mit Fahrtwind gefahren. An der Ampel aus, an der Ampel schnell ausgemacht. Ja. Und wieder an. So, es ging, kein Problem. Geil. Und im Winter musste ich natürlich eine Pappe vorn dran machen. Naja, sonst würde gar nichts machen. Jo. Wir sind hier öfter mal in Dänemark auf dem alten Panzer-Testgelände, fahren wir Offroad. Ja. Und da sind auch ganz wilde Jungs mit dabei. Also die Dänen, das ist nochmal eine andere Welt. Und da siehst du auch sehr viele, die sich da irgendwas zerschießen. Vor allem Kühler, weil die Autos heiß laufen und da haben sie eben 4 extra Kühler und trotzdem überall Matsch drin und. Ja gut, aber schon einmal Kühler, die schon reingekippt wahrscheinlich. Und da ist auch einer dabei, der muss im Lotto gewonnen haben. Der kommt immer mit dem alten FMC-Truck.
mit Gooseneck-Trailer und hinten drauf sind zwei alte G-Klassen. Ah ja. Boah, kann man ja machen. Ja. Also bis auf G-Klassen habe ich jetzt nur Bahnhof verstanden. Aber geht so ein Schwanhals-Trailer. Ah ja, okay. Genau, und dann halt so ein FMC, wie so ein alter LKW, ja. Ein eckiger, ne? Doch nur Ofenrohr, den hörst du, wenn er zu Hause losfährt. Yep. Sag mal, Chat, ob Fischi mich prügelt? Nö, ne? Sieht doch okay aus, oder? Erstmal. Klar. Sieht besser aus wie das Durchfahrt, oder? Das stimmt. Geht denn das Schild? Oder ja, geht das auch die ja ganze ich hab's schon zwei, dreimal abgehangen, aber. Also das Problem ist noch nicht ganz gefixt. Aber das ist auch erst seit dem Patch, richtig? Ich weiß es nicht, ich war lange nicht auf dem Silo. Ja, aber Fischi hat doch was gesagt. Das letzte Mal, das kann ich mir nicht vorstellen. Das stimmt. Oh, bei mir kippst du daneben, Falco. Ich krieg nichts ab hier. Hm? Komisch, ich fahr nochmal neu ran. So, ist jemand wieder auf dem Weg zum Silo? Jo. Okay, dann warte ich kurz, wie weit... Na gut, das sind ja keine Distanzen. Ich müsste eigentlich mal schon wieder pinkeln, aber ich sehe es schon wieder kommen. Ich muss schon wieder lang rauszögern. Ich war doch während der Streamzeit noch gar nicht. Oder? Woher war das? War das Schild perfekt, ja? Unterschreibe ich die Petition. Okay. Ja, was haben sie sich denn dabei gedacht, ey? Ja, das fragt man sich nachher immer, was sich dabei gedacht haben. Ja. Woran hat er die Lehen? Ja, fragt man sich nachher immer, woran sind die Lehen, ne? Ja. Aber woran hat er denn jetzt die Lehen? Naja, er hat die Lehen. Ey, ich hab sogar auf diesem Gelände hier mitten drauf 43 ja. FPS. Was jetzt, ist denn los? Jetzt fühlst du endlich mal deine Aufräumarbeiten. Ey, was ist denn hier los? Der Stream sagt, du streamst seit 8 Minuten. Ja, ich habe mein OBS neu starten müssen. Ja, stimmt, Thomas sagt gerade, aber wenn du im Keil-Silo denselben Scheiß hast, dann liegt es auf jeden Fall nicht an dem Siloplan. Aber ich habe es eben auch gerade gehabt. Also das ging jetzt dann, wo ich wieder raus war, wieder runter, aber nicht mittendrin. Mittendrin ist es nicht runtergehackt. Also. Okay, aber ich hatte es eben auch im Keil-Silo und so. Ja? Also mehr oder weniger Keil-Silo, was du auf der Rade halt hast, ne? Ah, vielleicht gehen die deshalb hoch? Ja, wegen den Platten. Ah, ja gut, das... Ich vermute vielleicht die Platten. Aber ich... Shit. Ist nicht. Mein Lieblingswort in Deutschland. Gruß von der Holländer. Pinkeln. Ist das so begehrt in Holland? Mein Lieblingswort in Holländisch ist die Tankstelle auf Holländisch. Autopump. Autopump, das ist mein Lieblingswort. Du hast richtig viele holländische geile Wörter. Es gibt wirklich viel. Autopump, ja, Autopump. Blommelmarket, auch super. Der kippt schön langsam ab. Den hattest du doch auch angepasst, ne? Den Cargos, oder? Ja, den habe ich gemacht, ja. Der ist top. Ja, du kannst es zumindest schön verteilen. Für Silo ist das perfekt. Ja. Ich weiß nicht, ob das denn echt schneller geht, aber... Ja, bestimmt, aber... Ich hätte neulich mal bei 7810 Diaries, habe ich das mal gesehen, da haben die auch ausgekippt. Aber ich finde es okay. Das Ende dauert ja halt schön lange. Immer ganz drauf an, was für eine Silo-Karre hast, ne? Ja. Weil ich glaube, von den Silo-Karren sind hier die Krone, glaube ich, immer noch die schnellsten. Vom Entladen, ja. Na, wie gesagt, wir haben ja hier angepasst. Entladegeschwindigkeiten bei den einen oder anderen, bei manchen wiederum nicht. Das beim Krone hier angepasst? Habt ihr das im Kopf? Der ist von Schnibbel, ne? Also ja. Dann war da keiner bei. Ja. Ja, in echt kannst du das einstellen, das ist schon richtig. Ja. Aber ich sag jetzt mal,
So. Wenn Vollgas war, eigentlich bis dato hat Krone zumindest damit geworben, dass die schnellsten alten Ladeschwingen Geschwindigkeiten haben. Doch, so, sie einfach weiter ich gerade durch. Bin voll. So, du bist voll. Das trifft sich gut. Ja. Warte. So, die kriegst du noch mit. Okay, ich würde mich jetzt wieder mit einreihen. Mhm. Weil das ist jetzt hier erstmal gerade platt genug. Also ich finde halt im LS, die, ich sag mal, Vanilla-Trailer, die laden alle so schnell ab, das ist einfach nur kontraproduktiv. Auch ja, wenn du ein schönes Silo machen willst. Du hast aber halt andere Anhänger, wo du dir denkst, so, Alter, das kann doch nicht so lange dauern, weil wenn du mit Mais so eine Krampemulde aufmachst, ne, und voll hochreißt mit beiden Steuergeräten, ey, Junge, dann flutscht das hinten raus, das hast du aber nicht gesehen. Flutsch. Ja, hier. Oder wenn du halt siehst hier, wie im Osten die HW80s da. Ja, klar, das. Und Gas zweimal rum einrasten und dann fast das Ding noch auf die Seite legen. Gas zweimal rum und ich gib Kanone, ne? Ja, nee. Ja, sicher. Nee, die Kippern dann nicht real, das stimmt. Wir können ja schon zufrieden sein, dass sie durch den Kornschieber nicht so schnell abladen wie sonst. Ja. Naja, dass es aus so einer Mulde oder aus einem ganz normalen Anhänger schnell rausgeht, ist ja auch realistisch. Klar, wenn ich den ganz, ganz hochgekippt habe, dass das da rausrutscht, klar. Aber wenn ich Dosierwalzen an meinem Ladewagen habe, um es schön zu dosieren. Ja. Mhm. Und der innerhalb von 0,1 Sekunde 40.000 Liter ablädt. Ja, gut. Das ist dann am Thema vorbei, das ist schon richtig. Ich fände es halt schön, wenn die Krone beim Abladen zumindest noch die Frontwand nach hinten drücken kann. Oder machen, glaube ich, nur ein paar Mods, ne? Die was nochmal bitte? Hm. Was sollen die drücken? Nach hinten drücken können. Die was? Du hast ja bei den Krones hast du ja eine komplette, die Frontwand ist ja flexibel. Achso, die Hexenklappe oder was? Nein, die vorne. Okay. Komplette Wand, die so schief steht. So, und die kannst du nach hinten klappen, hydraulisch. Aha. Und dadurch quasi nochmal extra viel Druck drauf geben, damit die Karre halt schnell länger boostet kriegst. So, ich bin dann hinter dir, Adrian. Mhm. Ich bin jetzt bei 60%. Jo. Der 900er, der hat zumindest schon eine Füllstandsanzeige in dem Display. Weiß nicht, ob du da drauf geachtet hast. Nee, hab ich nicht drauf geachtet. Hat der? Mhm. Ah, okay, cool. Ich dachte, der wäre noch ungerührt. Nee, das war das, was mir am meisten jetzt gefehlt hat. Das habe ich mal schnell reingemacht. Okay, dann sollen wir gleich mal sonst beobachten. Der Riss geht natürlich noch nicht. Ja. Wie viel hast du drin? 85. Was fahren eigentlich so für Schleppermarken bei euch durch die Gegend? Außer bei Felix, da fährt er wahrscheinlich nichts. Bei mir? Doch, Umland. Ja gut, Umland. Was denkst du denn? Also dicke Kisten. So, kommst du langsam? Jawohl. Ja, sag mal. Also 7R, viel JD. Ich habe ja hier... Ich habe ja hier Saatgut Blausig, das LU. Die haben ja hier 8R auf Bandlaufwerk und alles, also... Na gut, Felix, ich würde jetzt mal relativ gerade durchstoßen. Jo. Also bei uns ist es recht viel JD. Krass. Ne, bei uns tatsächlich gar nicht so viel JD, aber das liegt halt immer daran, welche Endliner wir richtig haben. Ja, genau. Und wie gut die sehr viel Akro tatsächlich, also da aber auch bei breite Palette. Ja. Weil ich das MF fände. Ja. Aber auch sehr viel Deutz. Mhm. Ah, okay, Deutz. Ja. Das liegt aber auch daran, dass der Händler Deutz und Agro hat. Also da ist relativ die Auswahl. Ah, okay. Ja, guck mal, bei uns ist hier ein Lohnunternehmer in meinem Geburtsort. Der schwört auf New Holland und Fast Truck. Na gut, Fast Truck hat noch mal ein paar, aber die waren davon nicht so begeistert. Ja. Und der Rest fährt eigentlich überwiegend Fan, ne?
Das ist hier so ein großes Ding. Aber Klaas ist auch echt im Kopf eben raus. Was hast denn du vor? Tatsächlich hier gar nicht. Falco, was hast du vor? Quasi links von uns. Das wollte ich eben wegwechseln. Das heißt jetzt quasi, wie du stehst, links. Also wenn du jetzt einfach links abbiegst, stehst du... Ich hab schon verstanden, ja. Bevor ich dir jetzt irgendwas mit Kabeln erzähle. Hey, alles gut, ich hab's... Ist angekommen. Tut mir leid, ihr habt mich auf den Häcksler gesetzt, also... jetzt müsst ihr damit leben. Nee, alles gut. Wollt nur wissen, wie wir weitermachen. Felix, wie voll bist du? Noch gar nichts. Ja, fast, 24%. Gut. Aber die Sache ist, die meisten Lona setzen halt tatsächlich immer auf Fendt, weil Fendt ist halt wie Nokia früher, ne? Ich weiß nicht. Also, was ich hier viel sehe, so im Forst und so, ist Valtra. Ja, Valtra ist halt auf Forst, einmal, oder? Auf einmal, ganz viele. Da gibt's halt die geilsten Scheiß Zeug für, ne? Das ist halt so. Ja, das stimmt. Ein Bekannter hat auch einen Valtra, einen Tee. Der hat hinten einen Kran drauf, den er quasi halb unter die Kabine setzt. Das heißt, der hat komplette Drei-Punkt-Aufnahme hinten frei und so. Ja. Tobias, Ausrufezeichen, Grafik. Da, ich nutze einen NVIDIA-Spielfilter, das war's, mehr nicht. Das macht schon einiges. Guck mal hier, wir sind ja relativ super nah an Dänemark. Und da geht halt alles um Geschwindigkeit so, ne? Weil die ganz viel miteinander Kooperation machen, Betriebszusammenschluss und so weiter und so fort. Ja, ja, die fahren hier, die Deutschen fahren da drüben und so weiter. Aber so ein Klaas Terra Truck heißt die, glaube ich, ne? Klaas Axion Terra Truck? Ja, ja, TT. So ein Ding. Axion 69 TT. Ein Ach, Lohner du fährst hier. So rum. Ich dachte, wir fahren wieder in die andere Richtung. So, wie du möchtest. Nee, du gibst vor. Ich dachte nur, wir fahren hier hoch runter. Naja, hoch runter, weil ich erst einmal durchgestoßen bin. Ja, nö, ja, ja. Also hier Außenband quasi einmal lang. Ja, ja. Okay. Wie viel Hektar müssen wir jetzt hier gerade stoppen? Ist das. Ja, weiß nicht, du gibst vor. Also einmal quasi links von dir dann weg. Ja, 180 Grad gedreht, ja. 180, ja. Alter, ich hab grad 2000er Ping. Boah, das ist viel. Ist man. Mhm. Ja. Und der war die ganze Zeit stabil. Ich finde, Falco, du hast es so ein bisschen mit ganz eng, oder? Eng ist schon schön, ne? Oh Gott. Na. Was seid ihr denn jetzt? Kann man denn nur so sein? Ja, da würde ich aber schon lieber jetzt in die Richtung, wo du durchgestochen hast, gehen, oder? Sonst müssen wir echt aufwenden. Genau. In Kabel, Außenkabel? Hä? Komm jetzt nicht mit Kabel. Ne, jetzt hier wieder rechts weg und... Ich kann dir einfach nur doof nehmen, Häcksler. Ah ja, mach wieder... Wie machen wir? Sag schnell. Ja, fahren wir runter. Felix hat vorgegeben. Nee, ich geb nicht vor, der Häcksler gibt vor. Ich hab nur gefragt. 81% habe ich. Mhm. Ey, was ist denn das jetzt? Wenn man Frau fragen, was sie macht jetzt. Mann, laut! Naja. Nee, 25er Ping habe ich. Ja, naja, ich gerade eben auch. Die ganze Zeit super. Jetzt auf einmal. Heute darf jeder mal irgendein Problem haben. Ja. Also wie aber immer gleich so eklig, wie ich Häcksler fahre. Rev, wir haben dann tatsächlich nach dem Feld nochmal 16, 17 Hektar. So, 95. Mhm. Kommst du, ja. Ich fahre. Achso, ich dachte, bleib stehen. Okay. Warum soll ich stehen bleiben? Ich schau ab.
Wir biegen dann einmal rechts ab, weil sonst haben wir nur einmal hier. Da bis zum Wenden, sonst kacke. Soll ich hier jetzt einmal reinstechen oder was? Ja, also oder dieses Feld plus nochmal 17 Hektar nächste Woche. Boah. Gibt's eigentlich schon Schlepper? Ich muss aber gleich dazu sagen, ich werde heute nicht bis 23 Uhr durchhalten. Weil ich bin quasi erst um Viertel vor 8 nach Hause gekommen. Ich bin ziemlich platt. Alles gut. Ist ja auch gar kein Problem. Ich hätte mal so Viertel nach 10, halb 11 schon mal ausmachen. Auf der Fläche kommen wir ja ganz gut zu Rande. Sehr gut. Oh, okay, dann bleib ich doch mal hier stehen. Ja, kannst du stehen bleiben, wir biegen jetzt gleich wieder rechts ab. Ich hab 10%, du kannst mal Kaffee trinken oder so. Oh, ich rauche schon. Oh, jetzt ein Kaffee. In der Bude? Ja. Ich rauche keine Zigarette mehr, ich rauche IQOS. Oh, okay. Mhm. Umgestiegen. Was für ein Ding? Oh, darf ich das überhaupt sagen? Ja, klar. Weiß ich nicht. Das ist ja nichts Illegales. Nee, ist ja nichts Illegales. Das ist tatsächlich von Marlboro aus eine neue Entwicklung. Ah, okay. Und also schmeckt. Das ist halt, wo du vorne quasi eine gefakte Zigarette quasi reinsteckst und dann so ein Verdampferding da hinten dran hängen hast, ne? Nee, das ist mit richtigem Tabak. Also, das ist kein Liquid oder ähnliches. Aber es wird nur aufgeglüht und nicht mehr angezündet. Genau, erhitzt. Aber es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Für mich. Wie Randy, wenn er seinen Atomreaktor da auspackt. Nein, nein. Ach, das ist was anderes. So ein Martine Dampfe. Leute. Nee, also E-Zigarette, das ist. Randy ist ja, wenn das mit YouTube nicht mehr klappt, dann schult er um zur Disco-Nebelmaschine. Ich habe da andere Sachen gehört, was er dann macht, wenn es mit YouTube nicht mehr läuft. Aber ja, weiß ich, habe ich im Podcast gehört, aber das ist jetzt noch kein Thema. Was soll ich? Ach so. Vogel dann nachher wieder auf den Fußpedal trittst. Nö. So, wir setzen direkt raus. Weg, Patrick, grüß dich. Seite. Jo. Cooles Ding. Stinkt das denn noch, Adrian? Oder? Nee, tatsächlich, also kaum. Kaum bis gar, also du riechst in der Wohnung nicht, im Auto nicht, gar nicht. Oh, cool. Deine Hände nicht, gar nichts mehr. Das doof ist nur, dass meine Freundin noch normal raucht und die stinkt jetzt für mich. Aber da bleibt ja nur eins, müsst ihr beide aufhören. Ich hatte letztens einen Kunden da tatsächlich, der hatte auch so ein Ding und der sagte, Junge, das ist eigentlich geil, weil du stinkst halt nicht mehr wie ein Aschenbecher. Oh. Du schmeckst wieder alles, riechst wieder alles. Ja, ja, du riechst genau. Die Sucht. Ja, das mit dem, also, das mit dem Riechen und Schmecken geht übelst schnell. Ich habe ich habe auch 15 Jahre lang geraucht durchgehend. Und das ging dann übelst schnell. Das da. Aber du hast einen kompletten Break gemacht, oder was? Ja. Noch so was verdrückt oder so? Oder einfach nur jetzt weggelegt und fertig? Also, ich habe mir immer gesagt, wenn ich Nachwuchs bekomme, höre ich auf, weil für mich persönlich habe ich keinen Grund gefunden. So, das war mir egal. Mhm. Aber bei Nachwuchs habe ich gesagt, doch, das könnte mal ein Grund für mich sein. Und dann hatte ich Weisheitszahn-OP. Das war 3 Monate vor Geburt meines Sohnes. Und da waren alle 4 Weisheitszähne raus, plus Maulsperre. Also wirklich völlig, da ging gar nichts mehr. Da dachte ich mir, gut, dann höre ich jetzt schon auf. Und dann sofort von heute auf morgen. Ich hatte früh noch eine Kippe geraucht. Und dann war es das. War kein Problem. Ich hätte mit Problemen gerechnet, so. Aber nö. Also ich habe mal versucht aufzuhören. Das war die schlechteste Idee meines Lebens. Ich bin vielleicht etwas aufgegangen, aber sonst. Also etwas. Ist ein bisschen plüschig geworden. Aber das ist ja nicht so schlimm. Also. Aber da arbeite ich jetzt wieder gegen. Zur Farmcon soll das schon wieder ein bisschen reduziert sein. Echt? Ja. Beachbody oder was? Sei einfach nur Wohlstand. Möchte ja mit Randy, zusammen. Möchte ja mit Randy zusammen im Unterhemd auflaufen. Ich habe gehört, Randy läuft im Unterhemd auf. Oh, hey. Oh, oh. 90%? Ja, ich bin da. Ja, Felix ist mir egal. Hauptsache, ich erkenne dich noch. Bei Lars habe ich ja mittlerweile Angst, dass ich nicht mehr erkenne. Ich hab auch Angst, dass ich nicht mehr erkenne. Wenn ich so die Insta-Bilder manchmal sehe. Also tief im Schuh dafür, aber das ist schon krank, krasser Unterschied. Ist einfach ein anderer Mensch. Jo. Erkennst du überhaupt nicht wieder. Fetten Respekt. Ja, ich habe mich echt gehen lassen. Ich habe da aber echt nicht drauf geachtet, so, ne?
Jetzt reicht es einmal so, langsam wieder. Wir wenden auch wieder direkt und fahren direkt wieder runter. Na gut, dann kann ich ja hier unten warten quasi, oder? Fahrt ihr außen lang? Nee, wir machen hier gerade so ein Teilstück Ende des Feldes. Dann warte ich hier erstmal. Dann gehe ich mal ganz schnell auf die Toilette. Ja, dir. Jo. So, bin wieder da. Was sagt der Füllstand? 55%. Oh, gut. Zorge, ich höre jeden Sonntag auf und fange Dienstag wieder an. Das ist immerhin. Ne? Mentholzigaretten, die gibt's nicht mehr. Deshalb hat er ja Helmut Schmidt so. Wahrscheinlich ca. 5 Millionen Tonnen irgendwo gelagert. Rafa, guten Abend. Zack. Dann ziehen wir die Line vor uns quasi. Einmal nach und danach würde ich einmal nochmal durch die Mitte durchstechen, nochmal ein Bädchen machen. Ach so, okay. Die Mod mit den Stoppeln? Wir haben keine Mod mit Stoppeln, das ist Landerzoom. Halt hier so, die Textur. So, jetzt bin ich nämlich wieder auf meinem VCA-Kurs. Kurze Bahn oder was? Ja, die wird ja auch nach unten hin länger. Also meinst nicht Nord-Süd wäre... Aber mach! Aber. Ich glaube, das kommt aktuell aus Serbien aus. Mhm. So, ich würde auch mal die Gunst der Stunde nutzen. Wie viel Gas hat Donner denn? Richtig einen hoch. 85. Jo. Oh.
Also da müsste Felix jetzt auf jeden Fall mitkommen. Ja, 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 ja. Oder? Meinst du, einmal durchgeht? Nein, ich sollte gehen, so dicke sind ja, los. Dann fahr auf die andere Seite quasi, wo wir rauskommen. Ich komm eh mit. Alles gut. Ich fahr einfach vorsichtshalber mit rein. Eine Frage, geht das GoWild jetzt hier auf dem Dedi-Server nicht, der Server müsste gepatcht werden dafür, ne? Man muss auf der 1.9 laufen, danach geht das DLC mit Sicherheit auch auf dem Dedi. Ja, durch komme ich noch, dann. Sehr gut. Wenn wir durch sind, dann düse ich ab. Ja, dann würde ich mal sagen, wenn wir jetzt nicht gerade nur zwei Mann sind, nächsten Dienstag noch und dann haben wir den Mais, ne? Mhm. Wo will er hin? Wo will er hin? Wo will er hin? Ja, Außenbeete. Was? Im Außen, Außen, Außen. Okay. Achso, du machst innen aus. Ja, ist klar, verstanden. Das ist so geniegt dann. Bildschirm, Bjarne. Sitzt auf dem Pott, rauchst eine und schreibst hier, bist du im Chat mit drin. Geil. Felix, jetzt fahre ich auf das untere Stück, ja? Das untere Stück? Also nicht auf dem, wo wir gerade häckseln, sondern ja, okay. Auf das untere Stück. Ich folge dir einfach. Das heißt, du fährst jetzt gleich nicht links von mir, sondern rechts von mir. Ja, ja, ja. Skillers, ich habe den Stream auch gerade auf dem Pod mitgenommen. Ja, warum auch nicht? Das Problem ist nur, dass man dann immer so lange verweilt. Aber das ist doch kein Podcast. Das ist schwierig für die Uhrzeit, ne? Nö, gar nicht, aber einfach generell. So generell. Einfach generell. Man könnte den Sturm nur verpassen. Ihr Schweine. Ich bin wieder da. Ey. Boah, verdammt zum Spiel flohen, Alter. Ich flippe aus. Warum sitze ich denn hier eigentlich so weit hinten? Hm. Weiß ich nicht. Ja, go, go, go. Ich bin da. Rattekribbel, dankeschön für deinen Prime, Mann. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Oh, jetzt drückt er auch. Ich sitze auf einem 936, müsste das sein. Ja, gut, auf einem 936. S4. Schönes Gerät. Absolut. Was passiert jetzt eigentlich? War Bjarne schon wieder runter? Hast du gar nicht gehört? Yep. Ach so. Ein Reboot tut ja auch bekanntermaßen immer gut. Musst du kurz nochmal den Hamster füttern gehen? Ich hab den Hamster verprügelt. Hat er natürlich nicht. Nein, hab ich nicht. So, jetzt fahren wir wieder zurück nach oben, ja? Okay. Ganz wie du möchtest. Was, grüß dich? Ja, wie macht ihr das normalerweise, dass ihr... So wie der Extrafahrer das möchte. Achso. Machen wir das.
Achso, Felix, rausch ab. Ja, oh. Ich komm. Nee, ich hab nur 61%, alles gut. Achso. Ich muss ja warten, bis du dein Rohr entladen hast. Ich könnte nicht einfach losfahren, dann hättest du ja auf dem Boden verteilt. Ja, ja. Verstehst du? Dann irgendeinen anderen, ja. Jetzt haben wir einen Felix mehr. Ja, gab's das im 19er, dieses selber das Rohr bewegen? Das war schon. Ja, von Tino, IMTS. Der hat das gebastelt. Aber das war schon hardcore, manuelle Rohrsteuerung. Das war das, wo du im Bildschirm, ne, die Anzeige hattest, wo sich das Rohr in etwa befindet. Das war, also das war Arbeit. Also macht ja in modernen Hexern gar keinen Sinn, aber es war lustig. War echt Bock gemacht. Nein, du gibst schon die grobe Richtung an. Also wenn wir jetzt, aber, wo wir jetzt fahren, drehst du auch das Rohr. Nee. Und dann das macht die Kisten, das machen die Kisten alles automatisch. Woher soll die Kamera denn wissen, wenn der Wagen auf der anderen Seite steht? Ja, die tracken das doch mittlerweile, oder? Ich bilde mir ein, dass das auch vollautomatisch mittlerweile geht. Aber ich lasse mich gerne berichten, keine Ahnung. Also zumindest war das jetzt so weit, du musstest ja dann wirklich gucken, wo du den Hänger anvisierst und so. So gibt es, glaube ich, nicht mehr. Jetzt wieder zurück da in Band quasi? Ja. Also was habe ich? 86, da kannst du wahrscheinlich mitfahren, Björn, ne? Ja. Der Vorteil wäre halt, dann kannst du das Rohr zumindest schon mal vororientieren. Ja. Bevor dann. Was machst du? Das ist eine gute Frage. VCA nervt mich. Entschuldigung. Ja, alles gut. Jetzt nochmal ein Stück zurückdrücken. Ja. Entschuldigen Sie bitte. Ja, alles gut. VCA wollte ja nicht so, wie ich wollte. Ja, zieh vor. Passt das? Ich sehe nichts. Du musst jetzt den Rohr genau über den Anhänger bewegen. Das kann man natürlich. Okay. Ja, also mir wird das reichen, wenn du das Rohr einfach drehen kannst, bis er halt selbst wenn ich merkt, so, ey, da ist ein Anhänger, geil. Dann musst du Tino mal sagen, vielleicht hat er ja die Muse. Aber ich glaube, aktuell haben die andere. Thomas hat gerade geschrieben, Lenz hat jetzt wieder auch in seiner Truppe. Was hat er? Irgendwie. Lance hätte das wohl irgendwie in seiner Truppe gebaut. Krass. Ja, die sind, was solche Dinge angeht, sind die wirklich hardcore. Boah, keine Frage. Das kann man umstellen, entweder Autofill oder manuell. Das macht man meistens in Kurven. Okay, ja. Nee, macht schon Sinn, so wie das Falco gerade gesagt hat, dass du schon mal die richtige Richtung anpeilst. Und dann, ja, und dann zieht er sich ja den irgendwie VCA, dann macht er dann automatisch Autoführen oder so. Das wäre schon. Ja, genau. Das wäre eine geile Sache. Ja, ich, also du könntest. Wieder rechts rüber, Falco, oder? Ja, genau. Wir setzen wieder um auf das kleine Stück. Im 19er konntest du dann ja im Prinzip. Ja, das wieder auf Auto dann machen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, ob das on the fly quasi ging oder ob man da mal irgendwie einklappen musste. Das weiß ich gar nicht mehr. Das kann ich dir auch nicht sagen. Aber ich meine, das ging on the fly. Okay, war schon ganz neckig. Aber ich glaube, Tino meinte, dass das im 22er irgendwie ein bisschen anders war. Ich weiß gar nicht, ob er sich das überhaupt dann nochmal angeschaut hatte. Das war in einem John Deere drin, ne? Ja, im 9000er, in der 9000er Serie. Nächste Fall, bei uns haben sich in Rohrposition auf Tasten gelegt, daher die drücken an die Taste und das Rohr dreht sich 180 Grad.
mich jetzt nicht komplett Stuss erzähle, sollten aber 180 Grad sein. Ja, kann man das festlegen und sagen so, Weg Speicher 1 die Richtung, Speicher 2 die Richtung? Ich weiß bloß, dass du die Tasten so frei belegen kannst. Wenn du doppelt da drückst, dann macht er das. Wenn du nur einfach drückst, macht er das. Und ich werde jetzt hier also nochmal. Das ist ziemlich wild, was die Technik so macht. Ja, ja. Bevor Adrian abdampft, werde ich hier nochmal eine Runde verdichten. Piane, wie sieht das da aus? 60%. Ja, dann bleibe ich hier noch stehen. Ich denke mal zwei Bahnen schaffe ich noch. Ja, wenn ihr wieder unten seid, reihe ich mich ein. Felix, du kennst das doch bestimmt von deinem BMW, da hat er garantiert Memory-Sitze. Ne. Hatte der nicht. Du sagst, bei Fan kannst du gewisse Positionen speichern. Ja, ich denke mal in den anderen bestimmt auch. Hä, wird sicherlich auch was geben. Ja. Ne? Also wie du beim Torion quasi auch Schaufelpositionen abspeichern kannst. Ja. Warum sollte das nicht gehen? Ja. Die Mod gab's, ne? Die haben wir, glaube ich, mal ausgetestet, aber da war auch irgendwas mit los. Auf dem Didi, das gab irgendwelche Probleme, ja. Oh. Ich erinnere mich dunkel. Auswurf. Ja, das war, glaube ich, noch in Frankreich. Das stimmt. Gut, in der Zwischenzeit ist natürlich auch viel Zeit ins Land gegangen, ne? Aber das war natürlich schon eine geile Nummer. So, Adrian, die Bahn mache ich noch durch. Ja. Fahr ich los. Aber wir haben gespannt, dass wir noch ein kleines Stück weiter rum noch stehen. Jo. Schild könnte natürlich auch sein. Ich habe noch Richtungswechsel und sowas mit auf dem Joystick. Nee, habe ich ja auch. Und ich habe keinen Joystick. Okay. Bloody Rules, moin moin! Oh, hier ist eine Kante drin. Ich weiß nicht. Ne, das war ich. Wer sonst? Der Häcksler hat aber hier keinen Dashboard-Gedöns fahren, ne? Nee. Ich glaube, Dirk hatte mit den Dreschern schon angefangen, kann das sein? Ja, korrekt. Da war schon was, ne? Linke Seite. Jo. Ah ja, Drescher hat er angefangen. Ja, wenn im DBL Combined Experience dann noch mit drin ist, das wird auch nochmal eine coole Sache. Volkswagen, für die Grüße.
Also Kai-Silo ist wirklich bedeutend angenehmer. Ja. Vor allem diese großen Dinger. Ja. Die sind schon geil, ja, ja. Oh oh. Denkst du? Verbindung, ja. Verbindung wieder weg. Achso. Mensch, die Verbindung meinen sie aber heute auch nicht gut mit dir, was? Ja, woran liegt das denn, Mensch? Tja, woran hattet ihr den? Bist du mit WLAN im Internet? Nee, klar. Also ich kriege hier auch nur eine maximale 50er Leitung, ne? Ja, aber gut, das sollte zum Spielen mehr als ausreichen. Ja. Wie viel hast du im Rucksack? 93. Ich würde sagen, ich fahre einfach, oder? Ja. Ich würde das Stück nochmal teilen in der Mitte. Uff. Okay. Synchro. Zuerst. Ah, okay, okay. Ja. War ein Delay in der Leitung irgendwie. Dann reihe ich mich wieder mit ein. Ja, der Falco steht. Ja, ich musste mal eben hier die Bahnen schnell noch reinhämmern. Der nächste, der kommt mal an die rechte Silo-Außenwand. Mal richtig schön hinter. Und dann... Das wäre eigentlich klasse bei dir, Adrian, definitiv, weil du schön langsam abkippst. Ja, das wurde jetzt kein so schöner Haufen. Ja, ne, aber das ist auf dem Keil wirklich kein Ding. Das schieben wir dann da hoch. Super. Oh. Kommst du mir schon entgegen irgendwo, Adrian? Ich bin schon da. Ach, okay. Cool. Wir haben uns irgendwie aneinander vorbei. Ja, perfekt, so soll es ja sein. Ja. Ich eile, Falco, ich eile. Alles gut. Sag mal, meinst du mit rechts die linke? Na, wenn du, also wenn du jetzt rückwärts zum Silo stehst, dann die linke, okay. Ja. Moment, Thomas. Na, mal wieder einen kleinen Durchstich. Jo. Auf geht's. Ja, okay. Ja. Und was meint er so, der persönliche Berater? Ja, wir machen hinten einen U-Turn. Und quasi immer die Innenflächen dann. Gut. Das heißt, du möchtest mich jetzt immer rechts oder immer links von dir dann haben? Links. Das ist mir relativ. Gut. Du entscheidest das, ich muss es nur wissen. Wie ich wende. Gut.
Freunde, wie gesagt, war ein harter Tag. Ich würde mich heute eher ausklinken. Ja. Was geht gerade noch? Also ich, wenn du auf den wechseln willst wegen dem Abladen, ich stelle den einfach hier hin. Ja, ne, ich bleibe jetzt hier auf dem Karton. Gut. Also ganz zurück komme ich dann definitiv nicht. Dann reihe ich mich gut ein. Oh, also. Da würde der Wendekreis nicht reichen. Doch. Ja, ja. Klingt mich, wie gesagt, jetzt schon aus. Ich habe nochmal herzlich zu danken. Der Chat war wieder phänomenal heute. Definitiv. Endlich wieder ordentlich spielen können. Adrian. Adrian, hau rein. Tschüssi. Macht's gut, ne? Tschüss. Tschüss. Komm mal zu deiner Linken. Ich fahr weg. Und dann wäre halt ein Knopf geil, so Next Target, so, also so. Ja. Rafa, danke dir für dein Bit. Ich verstehe die Frage allerdings auch nicht ganz, wie was Streamer generell meinst du? Oh, Janne, wir fahren innen, das heißt, du ziehst gleich eben. Dosendeckel David, raus, grüß dich. Dass du eine große Wende machen kannst, ne? Ja. Weil wenn es darum geht, allgemein, ganz allgemein. Klar, kriegen wir leicht zurecht. Einfach anfangen? Und das Wichtigste, jetzt 200 Ping. Das Wichtigste ist, das machen, worauf du Bock hast. Wenn du rechtzeitig vor der Waldkante anhalten kannst, ist alles gut. Nicht das machen, worauf andere Bock haben oder was trendy ist oder sonst irgendwas, sondern das, was du, worauf du Bock hast, denn nur dann, wenn du Spaß hast, guckt sich sowas auch ganz gern. Als Tipp empfehle ich immer auf der technischen Seite. Der Ding ist nicht ausgelassen. Der Geschwindigkeit. Auf der technischen Seite. Nielson 1489 hat sehr schöne Tutorials zu allem. Genau, da schreibt der Torge schon. Habe ich mir auch schon viele Videos angeguckt. Oh, gar nicht. Da bin ich reingefallen. Jupp, ich auch schon. Buddy, moin. Ja, coole Nummer, hätte ich nicht gedacht, dass wir hier zu dritt, zu viert. Ja, glücklicherweise haben wir das Feld hier noch gehabt, ne? Mhm. Aber hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, also... Ja, läuft. Und auch sehr reibungslos. Bis auf, dass ich irgendwie 8000 Mal aus dem Spiel gekickt habe. Aber ich meine, ich komme auch wieder relativ schnell und sorgenfrei rein, also... Ja. In die Richtung passt das. Das stimmt.
Albiana, du müsstest ja mal ein bisschen zurückfallen lassen. Ja, sagt mir gar nichts, Buddy Farming Player. Schon nie gehört. Oh, ich komme zurückgefahren. Ich habe das Maisgebiss immer gern so zwischen Anhänger und Radlauf. Ich kann nämlich genau sehen, wie viel Abstand ich noch habe. Das klingt auch sehr vernünftig, tatsächlich. Und dann hier zwei Maisreihen Abstand. Versuche ich immer. Dienstag waren wir zwei ja. Abfahrer zu viel. Ja, wo sind die heute? Das ist die gute Frage. Am Dienstag hatten wir zwei Abfahrer zu viel? Ja, stimmt, hatten wir. Aber das lag eigentlich daran, dass wir die Hydraulikprobleme auf dem Silo hatten. Und dann hat sich das alles ein bisschen gestaut. Gestaut, ne? Ja. Stimmt. Braucht ihr noch Leute? Wir suchen jetzt aktiv nicht. Das ergibt sich bei uns im Team auch. 95%. Ich bin so verdammt. Ja, die können wir noch durchmachen hier und dann. Dann rauscht er ab, ja. Ja. Es gibt halt mal. Ja, ja, ja. Ich wollte eigentlich nur sagen, es gibt halt mal solche und solche Tage, ne? An dem einen Tag kriegst du 16 Mann voll, an dem anderen sind eben nur 4 da, so wie das Leben halt spielt hier, ne? Lief doch gut, oder? Ja! Ja. Ja, sonst hätten wir einfach tatsächlich einen Grünschnitt angefangen, wenn es nicht geklappt hätte, ne? Der steht sowieso auch aus. Ich jetzt auch kein Problem, ich hab. Ich wäre auch mehr hingegangen. Oder sammeln oder wenden oder was ich will. Ja, also Gras haben wir richtig, richtig, richtig viel. Das kommt dann in die Durchfahrsilos bei uns. Auf der BGA hier. Ja. Hättest du dort auch bekommen, ne? Also. Ja, das hätte also jetzt in Ruhe geschnitten erstmal alles so, ne? Und geschwadet dann nochmal mit einem großen. Da hättest du auch Zeit rumgekriegt, das ist kein Problem. Das kriegt man irgendwie immer. Ja. Ah, 24 Stunden sind doch einfach viel zu wenig. Ja, sag ich auch immer wieder. Das wird einfach nicht erhört. Ich weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ja. Mit dem sollte man vielleicht mal sprechen. Das Gras wird bei euch auch wechselt, oder? Ja, diesmal schon. Wir machen dritten Schnitt kein Heu, sondern tatsächlich nur Silage. Und dann häckseln wir definitiv diesmal. Aber das wird eine Wanderschaft, weil die Grasflächen sind wirklich auf der ganzen Karte verteilt. Wobei da dann auch wieder ein Teil bei uns auf dem Hof geht, da müssen wir nur noch zwei neue Durchfahrsilos bauen und die Kohle haben wir gerade noch nicht sitzen. Wir müssen jetzt nächsten Monat, nee, in zwei Spielmonaten müssen wir Pacht bezahlen. 300.000. Oh ja. 24 Stunden sind so wenig, deshalb bin ich fast 40 Stunden wach. Naja, klar. Aber der Tag hat doch immer noch nur 24. Du kannst auch die Pause durchmachen, hast 25. Stimmt, man muss einfach, wenn man das Gesetz umgeht, hat man 25. ja, okay, ich wende dann wieder rum. Ja, du wendest zuerst und dann folge ich unauffällig. So unauffällig, wie es geht mit so einem Ding. Wunderbar. Läuft ja wie ein Länderspiel. Wie bitte? Läuft ja wie ein Länderspiel. Ja. Für welche Mannschaft? Nicht für Deutschland. Nein, das läuft ja gar nicht. Schwierig. Brasilien, Deutschland damals. Naja. Ja, gut. Ist jetzt aktuell wieder EM-Quali. Keine Ahnung, steckst gar nicht drin.
Nee, Fußball nicht. Ich auch so doll. Ich gucke Champions League, guck mich. Und halt WM, EM. Und vielleicht ab und zu mal zwei, drei Spiele, aber sonst so doll. Ich weiche ja schon mittlerweile schon von den gängigen Motorsport-Varianten, ne? Oh nee, Formel 1 bin ich voll dabei. Echt? Nein, ja. Finde ich furchtbar. Viel zu viel gemacht und Reglements und hier und da und ja, überall. Das ist herrlich, herrlich. Ich gucke immer nur den Start. Klassiker. Start einschlafen, zwei Stunden Powernap und das Ende dann. Genau. Nee, also ganz ehrlich, da gucke ich mir lieber VfL an oder hier Bjarne, GT Masters oder so. Ja, Bjarne, bist du hier irgendwo? Ich bin jetzt fast auf dem Feld. Okay, dann Häcksler, stopp. Ja, GT Masters? Nee, das ist echt, also Motorsport tatsächlich nur die Formel 1. Aber ist auch nur, ich guck das mit zwei Kumpels. Mehr Leute kriege ich auch nicht zusammen, da zu gucken. Das gucken nicht viele. Ach, zur Not etwas schneller schlafen, ja, das ist auch ein Trick, das stimmt, ja, klar. Also schlafen, ja. Ja. Wenn man noch Fragen sein sollte, zeig. Ja, klar, kannst du immer fragen, Rafa. Das ist doch kein Ding. Ein Glück war die Kiste hier auch getankt. Also mein Anhänger müsste dringend repariert werden. Ja, der hier auch. Der ist auch platt hier. Aber ich meine, was soll passieren? Er läuft ja trotzdem. Ja, das stimmt. Aber der Häcksler atmet auch ordentlich, ne? Also jetzt einen halben Tank. Ja. Auf dem kleinen Feld hier. Aber der kommt, sag ich mal, wenn man durchzieht, kommt der 3 Stunden hin. Das schafft der Katana nicht. Der schafft die 3 Stunden nicht. Der Katana haut ja ordentlich was weg. Der gönnt sich richtig. Ich weiß gar nicht. Also im Vergleich zum Jaguar knallt er richtig einen weg. Vielleicht aber auch einen kleineren Tank. Wir hatten das schon mal, ne, das Thema. So gucken im Shop. Ja. Randy, grüß dir. Dankeschön. Gucken wir einfach mal. Katana 1225 und der Jaguar 1350, also ist jetzt nicht so ein großer Unterschied. Ist jetzt nicht so ein großer Unterschied, ne. Achso, das war hier Bjarnes Häufchen, ne? Da müssen wir mal ein bisschen daneben ansetzen. Bjarnes Häufchen? Ja. Hätte Häufchen hingemacht? Ja, alles gut. Gutes Häufchen gesetzt. Ja. Ein gutes Häufchen? Ja, ein gutes Häufchen ist immer viel wert. Ja. Ja. Ein Glückshäufchen musst du nicht abwischen. Wunderbar. Der hat aber denselben Tank. Thomas. Ja. Ja, Thomas überwacht dich. Der wird dir wahrscheinlich nach Streamende. Nach Streamende bekommst du dann 35 Seiten Anweisungen. Nee, nein, also Spaß. Für konstruktive Kritik bin ich immer zu haben. Nee. Schon. Wenn, dann schreibt er dir das jetzt schon. Ich muss aber mal aus der Kette kurz aussetzen, sonst haben wir nichts mehr zum Reinkippen. Musst du schon wieder aufs Klo? Nee, ich muss schieben. Ja, mach. Mal fix. Kann das Falco auch mal ein kleines Päuschen machen? Oh ja. Ja, das tut mir leid, das ist heute ein bisschen. Das muss dir nicht leid tun. Das läuft doch verdammt nicht gut dafür, dass wir so wenig Leute sind. Ja. Und die anfänglichen Probleme, also ist doch. Alles gut. Randy und Ansgar machen einen Podcast. Weißt du zufällig, wo man sich diesen anhören kann? Du kannst das auf dem YouTube-Kanal haben sie. Da kannst du das anhören. Spotify. Apple Music. Also überall da, wo es Podcasts gibt. Ja, eigentlich überall, ja. Falco, nach der Bahn zieh ich schon mal los. Ja, jo. Ich bei, denk mal 100. Jo, 97. Jo.
Hydraulik? Jetzt will sie gar nicht mehr runter. Naja, gut, okay. Nichts zu danken, Raff. Onkel Winnie, moin. Moin. Worunter? Der Podcast heißt Grüß dir. Und genauso heißt auch der YouTube-Kanal. Worunter man das findet oder auf Spotify, der Account. Schöne Grüße auf die Schriftstellen, Felix. Von Luden kann nichts mehr. Ach, Sven, Grüße. Von Sven. Liebe Grüße zurück, ja. Ja, oder Podcast, Randy, Ansgar, Google eingeben. Ja, das geht mit Sicherheit auch. Es füllt sich das Silo, ne? Was haben wir hier drin? 5,6 Millionen. Da ist ja schon mal eine Ansage. Ja. Das war zu schnell. Falco, ich komme. Ja, ich hab mal eine Mühle ausgemacht, ja. Was bei der Maschine in der Last und dann einfach ausmachen. Nee, ich muss Mechaniker lieben diesen Trick. Lassen. Ja. Leck, tot. Ja. Okay, weiter. Na, es sind viele Japaner-Fahrer, die bauen sich halt so Turbo-Timer ein, ne? Ja. Und Schlüssel abziehen, macht doch Sinn. Auto abschließen, ja, laufen lassen. Karre läuft ein bisschen. Ja, genau. Macht Sinn, ne? Aber, ja. Auf jeden Fall Auto nie warm laufen lassen. Immer warm fahren. So, so viel kann ich sagen. Was ist das für ein Loch hier? Ich hatte beim BMW, hatte ich das sogar immer so gemacht, dass ich den angemacht habe und dann erstmal gewartet habe und erstmal eine Minute durchorgeln lassen. Erstmal drehen. Ja. Ich weiß nicht, ob das überhaupt Sinn ergibt, oder, aber ich weiß nicht, ich hatte ein gutes Gefühl damit. Also du hast ihn eine Minute laufen lassen? Und dann bin ich losgefahren. Dachte. Das ist ja auch noch vollkommen in Ordnung. So. Also eigentlich soll es ja Auto anmachen, Warmlaufphase, so, ich sag mal, 15 Sekunden und dann fährst du los. 15, okay. Ja. Und dann fährst du los. Die Idealwahl ist natürlich, wenn du was selbstgebautes hast, lässt den halt ohne Zündung erstmal ein paar Drehungen machen, ja, dass er schon mal ein bisschen Öldruck kriegt und dann... Ah, ich sag mal, beim Golf 4 mache ich einfach an und dann fahre ich los. Genau. Also ich habe bisher, muss ich sagen, ich habe schon echt relativ viele Autos gehabt. Und die besten waren immer die eigentlich nur... Rangenommen? Nur, genau, also die halt benutzt worden sind. Die haben immer top gehalten. Halt nichts, ne? Gibt halt nichts Schlimmeres als Rentnermodus für ein Auto. Ja. Ich fahre mal kurz zum Edeka oder sonst irgendeinen Kaufsteinsladen, genau, und fahre wieder nach Hause. Genau. Und das mache ich auch mit maximal 1500 Umdrehungen. Das ist der Tod für jeden Motor. Ja, ich sag mal, ist oder beim Anfahren mit 4500 Umdrehungen. Ja, gut, das ist schön. Dann löst ja die Kupplung in einer wahnsinnigen Rauchfahne auf. Ja. Irgendwelche einheimischen Indianervölker meckern wegen Rechtschreibfehler. Genau. Aber ich sag mal so, ich fahre die Karre, wir fahren die halt auch nur in der Stadt und die kennt also auch fast nichts anderes. Das geht auch, ja. Also aber dafür ist der Motor voll in Ordnung. 1,4er reicht voll aus, ja. Also alles andere tut halt auch einfach dann nur weh.
im Portemonnaie. So brauchst du mit. Trotzdem doch mal freuen, wenn du mal über der Autobahn nagelst. Ja, natürlich. Mal ein bisschen Temperatur gönnst. Ja, natürlich. Ein, zwei Mal im Jahr. Das, aber das reicht. Weißt du, wenn die Karre platt geht, dann geht sie platt, weißt du? Ja, gut, das ist ja immer so. Also, das ist halt. Das sind die besten Autos. Das ist halt ein. Ja, das ist jetzt kein Liebhaber. Ja, genau. Das ist die Kita-Kutsche. Ja, Kita-Kutsche. Na, und jetzt natürlich zur Arbeit. Also der Sound vom Pferd ist schon sehr geil. Ist zwar original, aber ich glaube, der wurde bearbeitet, kann das sein? Auf welchem sitzt du? 933. Jetzt aktuelle Generation oder was? Doch, ja. Ja, ja, der ist bearbeitet. Ein bisschen. Also wirklich nicht viel. Ja, aber das ist schon gut. Ja, das sind so Kleinigkeiten, die das dann durchaus mal machen können. Ja, genau. Ich habe ja auch den von Lance in einem Mod drin und das sind natürlich auch sehr geile Dateien, die er da macht. Ja, definitiv. Lance ist da. Also, was Sounds angeht. So, also, für einen Fan macht er ja schon ordentlich Radau. Der geilste ist eigentlich beim Meister oder so, wenn er einen Puma dabei hat. Ja. Die grölen ja über das ganze Feld. Ja, ja, gut. Das stimmt, ja. Also bei uns ist ein Lohnunternehmer, der ist ja auch. Also eigentlich sind hier nur Lohnunternehmer. Und das sind drei Brüder, die sind alle so jetzt aktuell so Mitte 20. Die haben jetzt 9630 Black Beauty, 942 Black Beauty haben sie jetzt bekommen. Und die fahren auch beim Traktorkunden mit. Und die haben auch noch so einen alten Case Magnum. Alter Schwede. Ja, die alten Kisten, da sag ich aber, ist eigentlich fast schon egal, was für ein Hersteller. Die alten Kisten sind alle ziemlich geil. Ja. Deswegen fahre ich auch den meisten meiner Projekte auch alles Youngtimer. Oh, ja. Ich bin voll unterwegs, by the way. Ja, das bockt schon, aber hier bei so einem Projekt zum Beispiel, wo du richtig viel Fläche hast und Masse und richtig viel Weg dazwischen. Ist doch egal, so ein 1455 kannst du auch vor den Kronen hängen. Ja, schon, aber du bist einfach sehr langsam unterwegs in so einem Ding. Ja, du fährst halt nur 40. Ja, ja, das stimmt. Das ist in der Häckselerkette, wo andere 60 fahren, dann zum Beispiel schwierig. Ja, nee, deswegen habe ich ja nur Youngtimer. Ja, das macht wieder Sinn. Oder hauptsächlich, oder sehr viele Youngtimer, sagen wir es mal so. Mit wie viel FPS spiele ich? Ich kann das mal mit einblenden. Oh, Felix, ich komme dir entgegen. Warte mal. Wunderbar. Okay. Ich habe zwar den FPS-Log rausgemacht, aber das kann ich mir eigentlich sparen, den kann ich eigentlich auch drinnen lassen. Weil viel mehr als 60, 65 komme ich hier nicht. Was halt schon im Multiplayer schon sehr, sehr schön ist. Und für die Karte. Ja gut, Deutz 661, 668, das sind natürlich auch geile Kisten. Da hatte Lenz im 19er auch einen geilen Sound und gab es auch im 19er eine geile Kiste. Ja. Ja, das stimmt. Aber ich sag mal, den alten 396, Junge. So was stehen zu haben, das kannst du ja. Also mittlerweile als normaler Landwirt, sag ich mal, kannst du das ja fast gar nicht mehr leisten. Sowas nur schon zu haben, ne? Nee. Nee, ja, ist richtig. Sieht man ja bei Stefan. Der hat jetzt ja den Schritt gemacht, Modernisierung. Naja, und der. Ich mal verkaufen wird er mit Gewinn sicherlich, ne? Ja. Und ich meine, er hat die Dinger ja auch in Dänemark gekauft. Ja. Und alle ja beim selben Händler. Willst du wieder links rum, Falco? Jo. Ja, bei dem Ende, ja.
der 681 war das, den er hatte, ne, der Deutz. War das genau. Ein oder war das ein 683? Nee, 681, das war der große. Und ja, dann 616 und ich glaube. Den 612er hat er ja. Den 610er, den 610er hat er ja auch verkauft. Ja. Den Frontlader. Genau. Und das war ja das Ding, das war nicht so beliebt irgendwie. Aber ich muss einfach sagen, geilste Karre ist sowieso die von seiner Frau. Ja, ja geil, was soll ich sagen? Keine Ahnung. Das fühlt doch tatsächlich am meisten. Was? Ja. Was nochmal? Entschuldigung. Von seiner Frau, der 300er. Ich hab lang nicht mehr geguckt. Nee? Nee. Eigentlich wollte Annika eine neue Küche haben. Und dann gab es einen Trecker. Dann hat sie sich selber dazu entschieden, halt doch, na, sie soll ja jetzt mir helfen, oder sie ist jetzt ja schon dabei gewesen letzte Saison. Und jetzt wollte sie dann halt was Eigenes. Also wenn es nach Stefan gehen würde, dann wäre es ein 600er LSA gewesen. Naja, klar, geworden, klar. Aber ne. Das ist schon ein geiles Ding, auf jeden Fall. 600 LSA wäre aber für die Arbeiten, die sie damit vorhaben, auch ein bisschen too much gewesen. Ja. Aber ja, das sagt er ja immer wieder, das ist scheißegal, weil wenn er Bock auf was hat... Genau, das stimmt, so ist er. Ja. Also mal auf der 900, auf der 900... Ja, genau, genau. Ja, du kannst auch die Maschine auslasten, wenn du halt, keine Ahnung, was tiefer in den Boden gehst oder was. Sag mal, der 900er TMS, theoretisch, ja, aber... Also letztes Jahr hat er mit der Rundbleibpresse, da hat er, glaube ich, den Favorit vorgehabt. Und das war ja, das ist ja auch schon, also, zu doll. was ist der Favorit? Ein 926, ne? Ja, genau. Ja. Den finde ich auch noch ganz schick. Ich hätte ihn zwar eher als Achter genommen, nicht als Vario, aber... Okay, ja. Ja, der Komfort, ne? Ja, der Komfort, ne? Ja, genau. Der Komfort war... Das war ja auch eher so ein Ding, das sollte eigentlich ein Projekt werden. Community-Projekt. Es war so, er hat den TMS gekauft, der sollte dann eben der Stamm- oder der Hauptschlepper werden. Natürlich immer noch im Hintergrund, dass er auch einen Frontlader-Schlepper braucht, wenn er eben die beiden anderen verkauft. Der darf ja auch den T15 halten, ne? Ja, mega. Mega. Perfekt. Perfekte Größe. Der ist super. Und der sieht auch echt gut aus. Der sieht echt gut aus. Ja, er macht das Spiel halt gar nicht auf dem TMS, ne? Also, ja. Ah, dieser Bender-Modus ist nicht so meins. Nee, wa? Nee. Nee, also musst du drauf stehen, aber das ist genauso wie die Froschaugen. Die fand ich auch sogar. Ja, die Froschaugen, das ist auch nicht so mein Ding. Nee. Also dann lieber, wie gesagt, Favoritenreihe. Schön mit der eckigen Haube. Das ist eher so. Also da gerne, ja, du bist da. Du kannst dann schon mal, ja, langsam zu mir. Ja, es gibt viele geile, das stimmt. Ich finde halt zum Beispiel auch den alten... Ja gut, aber das ist ja mehr als Rarität, oder? Also Rarität ist er nicht hier vom Markus Holzer bei mir im Team. Aber ist das dein Chef oder Kollege oder was ich was? Der hat drei Stück. Okay. Schlüter. Oh. Nasenbär. Nee, ein Nasenbär. Achso, Nasenbär. Mhm. Oh. 626. Ja, auch. Also ich finde jetzt nicht so sonderlich hübsch, aber natürlich kultmäßig echt cool. Genau so. Ich bin weg. Nicht, aber kultmäßig ist das cool. Ja. Ja. Ja, ich finde halt auch von Jan Twitch Farming den Case, den sie da halt nur noch für der Halle und so benutzen, ist auch übelst geil irgendwie. Ich stehe auf solche Youngtimer-Kisten. Wobei das wahrscheinlich noch nicht mal Youngtimer ist. Doch, der hat den Maxim. Ja. Maxim, glaube ich. Ist der schon Youngtimer? Also man kann sich bei Traktoren auch übelst verschätzen, gerade bei Fendt. Ja. Da denkst du, oh, hier, 40 Jahre alt und dann ist das hier 2005er Baujahr und so. Dann manchmal schon ein bisschen verrückt. Benny Bernstein, hau rein, gute Nacht, danke, dass du da warst. Ah, guck mal, Geisi schreibt, es wurden nur 66 Stück gebaut, 626er LS, ne? Ja, das Problem ist ja, die waren ihrer Zeit voraus. Du hast halt damals, zu der Zeit, als sie rauskamen, nicht so viel Leistung auf dem Acker gebaut. Ja.
Ja, aber dann sind es schon Raritäten, ja? Bei 66 gebauten Stück? Ja. Ja, klar. Das ist ja schon echt. Ich habe aktuell keinen, habe ich letztes Mal geguckt, keinen, der zu verkaufen ist. Heftig. Heftig. Das war's, wa? Schöne Neues. War das noch mal jetzt runter? Ja. Ja, super. Dann buddel ich noch ein bisschen auf dem Silos rum und Fahrzeuge zurück und so und dann gucken wir mal. Fahrzeuge auf dem Hof wieder, ja. Wir können es auch an der PGA stehen lassen. Wir fangen sowieso. Nee, zum Hof. Zum Hof? Ja, zum Hof. Warte auf mir. Dann brauche ich nicht schnell auf Navi gucken. Achso, okay. Weil dann fangen wir Dienstag von uns aus an, fahren zur 44 ist das, glaube ich, hoch. Machen die Silos bei uns dann voll. Mhm. Und dann fahren wir den Rest hier hoch zur BGA. Das sind nochmal 17 Hektar waren es, glaube ich, dann nochmal. Am LU-Hof soll ich noch den Häcksler tanken? Also LU-Hof ist da, wo der... Ja, gerne. Wo wir jetzt dran vorbeirollen, ja? Ja, genau, gerne. Wo ist denn den Anfang? Gehen wir einfach davon aus, da irgendein... Ach ja, BGA, klar. Ich erinnere mich. Selbst die normalen 600 kommen kaum in akzeptablen Zustand zu normalen Preisen unter 50.000. Ja, ist wie mit begehrten alten Autos, ne? Die und da hast du aber auch da meistens eine Ramskiste. Weil generell der Gebrauchtmarkt in Deutschland ist tot, ja. Unfassbar explodiert. Ja, ja. Aber unfassbar. Es ist bei Autos wieder ein bisschen besser geworden, oder? Ich habe das Gefühl, ja, das stimmt, mit Corona war das auf einmal komplett krank. Ist immer noch sehr krank. Ist immer noch sehr, aber teilweise ja, auch wieder ein bisschen. Weil das liegt noch nicht mal an Corona, sondern einfach immer noch an den Lieferschwierigkeiten. Stimmt. Wobei ich jemanden kenne, der in der Auslieferung, also relativ hohen Posten bei Opel, in der Vermarktung und so, und die arbeiten dieses Jahr alle Bestellungen von letzten Jahr ab und danach werden die Auftragsbücher tatsächlich aber recht dünn. Ja, okay. Und ich denke mal, also ob das jetzt Opel, VW oder sonst was ist, das dürfte überall so in etwa in die Richtung wahrscheinlich gehen, ne? Ja, geil, ihr könnt dein Auto mit 4K jetzt gewinnen, verkaufen. Das sagt mein Kumpel auch immer wieder. Er sagt, ja, ich könnte ihn jetzt teuer verkaufen. Und dann? Eichfahrrad. Ja, und dann kaufst du ein noch teureres Auto, was eigentlich gar nicht so viel wert ist. Also, das ist halt immer so, das ist Milchmädchen. Also, ich weiß es nicht. Es gibt bestimmt Autos, wo das Sinn ergibt. Wolltest du raus? Ja, ich fahr raus. Wo ich reingekommen bin, oder? Mhm. Gut, ja, das folge ich dir auch noch, finde ich. Ja. Ich muss aber auch einmal luschern. Aber ich meine, wenn wir jetzt hier... Ihr müsst eigentlich links, rechts, rechts, links, links und dann... Links, rechts, rechts, links, links, okay. Nee, ihr müsst einfach wo sein... Jetzt, warte mal. Ja, ihr fahrt, dann fahrt ihr links rum. Mhm. Dann fahrt ihr wieder, ja, so halb rechts. Dann wieder halb links. Und dann fahrt ihr geradeaus, bis es nicht mehr geht. Und dann wieder rechts rum. Also, ich glaube an Hof 13 vorbei, ne? Korrekt. Richtig. Korrekt, ihr fahrt jetzt hart links rum. Genau. Bei der nächsten Kreuzungsmöglichkeit rechts rum. Und fahrt dann auf so eine Straße drauf, das ist so eine Feldbiege, ne? Da kommt ihr aus dem Wald raus und guckt auf dem Feld, da fahrt ihr dann wieder leicht links. Und dann fahrt ihr weiter, bis es nicht mehr geht und rechts rum und dann seid ihr schon fast bei Hof 13. Ja, hast du zugehört? Ja, ich glaube, Bjarne weiß. Ja. Ein Traum, ich folge dir. Alle Wege führen irgendwie nach oben, also. Alle Wege führen nach oben, ganz genau. Also ich meine, wir könnten jetzt entweder rechts oder wir folgen jetzt links und fahren links, am Ende links, wieder rechts. Links, links. Genau. Links und dann am Ende wieder rechts, genau. Genau. Ich habe die Map mal im Singleplayer angefangen. Mhm. Und
ich habe relativ viel mit AD und Cosplay und so gemacht, weil ich eben auch einmal eine Map spielen wollte, die halt relativ groß ist, mit großen Feldern und so. Es war auch okay. Ja, ich habe auch dicke Maispartys gemacht, habe irgendwie selber gequatscht, war super. aber irgendwann ist das halt auch too much, ne? Also alleine ist hardcore. Ja. Ich sag mal, selbst mit 3-4 Mann. Ja, ich sag mal immer so, wenn die Leute sagen, oh, was soll ich denn von der Map spielen und die ist ja so riesig und so. Das ist ja, eigentlich ist es egal, du musst ja nicht alles bewirtschaften, ne? Nee, das stimmt. Ich habe die SV gezockt. Ja, gut. Mich hat also, das Einzige, was mich hier gestört hat, das waren eigentlich die vielen schmalen Feldwege, weil wenn du halt alleine unterwegs bist, ist es halt sehr trostlos. Ja. Sehr trostlos. So. Vor allem relativ anspruchsvoll für die AD-Programmierung, dass du dann guckst, einmal Ja, genau. Also auch Nebenstrecken reingehauen und all so ein Kram. Und dann halt immer geguckt, dass die Felder relativ nah an den großen Straßen sind, dass du da halt kein Problem hast, wenn du denn zum Beispiel auf Mais fahren würdest. Ne? Aber jetzt aktuell Ostseeküste finde ich echt sehr, sehr coole Map. Ja, das stimmt. Ja. Die ist landschaftlich, Wege und so, sehr, sehr schön. Ja. Ja. Höfe aber ist halt immer so ein Thema da. Ne? Ja, gut, da habe ich was selber gebaut. Ja, Mann, den meisten. Wieder abgerissen, wieder selber gebaut, wieder abgerissen. Bringt ja auch Spaß, ne? Also ja, mega. Mega, der Baumodus im LS. Das bockt schon, ne? Meiner Meinung nach super, ja. Mhm. Gut, Terrain, Veränderung und so. Ja, genau. Ganz genau. Hat sich schon in eine echt coole Richtung entwickelt, das alles. Ja. Er ist ja dann nur mit einem Schiebeschalt benutzen können. Dann geht's. Naja, ich versuche das gerade so ein bisschen zu verstehen. Jetzt, wo ich durch die Com halt weiß, dass das in gewisser Art und Weise gewollt ist, versuche ich zu kapieren, wann der das wie macht. Ich werde gleich nochmal auf unsere Durchfahrsilos gehen und da nochmal testen. Weil hier funktioniert das jetzt eigentlich ziemlich gut. Felix, du musst einfach nur im Internet googeln, da gibt's garantiert schon einen Mod, der das aufstellt. Sowas mache ich nicht. Das ist so ein bisschen, Try and Error. Ich mag das ganz gern, Dinge erstmal selber, also ein paar Mal zu failen und dann google ich. Beziehungsweise mittlerweile google ich nicht mehr, mittlerweile YouTube ich. War das erfolgreich, ne? Ja, im LS und so, klar, ist so für alles Videos. Maxi, guten Abend. So, ich glaube, Fischi wird mich jetzt nicht komplett zerreißen. Ich denke, das ist summa summarum okay. So, ich fahre auf jeden Fall waschen. Und jetzt bin ich nämlich hier oben rausgekommen. An der Silokante, da hat er das Schild ausgehoben. Waschen. Ja, kann man mal machen. Wischiwaschi. Nee, hier schiebe ich gar nicht nochmal. Da würde ich. Wir haben halt hier keine Walze da. Ne? Normal würde ich jetzt eigentlich nur noch hier reinwalzen. Hier können wir nochmal schieben. Ups. Also der Anhänger hat einen Schaden von 82%. Ja, die kriegen irgendwie. Aber ich weiß immer gar nicht, was die dann machen, wenn die so Schaden haben. Eigentlich nichts, ne? Nö, also ich wüsste jetzt auch nicht, was das beeinflussen sollte. Das E23-Getriebe macht hier auch einen ganz guten Job im Automatikmodus. Sofort-Hilfe kaputt bei mir auf dem Discord. Das kann sein, deshalb versuche ich immer mit so wenig Bots wie möglich zu arbeiten, weil die Bots so oft irgendwie in der Wartung sind und dann auch so oft, wenn man die braucht, weil die meist aus Amerika sind und die Wartung dann haben, wenn bei uns eben viel los ist, dass ich versuche, so wenig Bots wie möglich zu betreiben. Discord ist da mittlerweile aber auch ziemlich gut unterwegs, Dinge selber zu entwickeln.
Also wie gesagt, es könnte durchaus sein, die Soforthilfe ist öfter mal kaputt. Okay, also wir haben jetzt hier im Silo 5,73 Millionen. Ich denke mal, die 6 könnte man schaffen. Das ist, ja, das reicht dann ein bisschen. Eine andere Lösung für das Pro... Proceed hat, das hatte neulich einer gesagt. Ich glaube, da musste man einfach in die XML gehen und irgendwas bei der HUD-Position ändern. Ich krieg's aber, glaube ich, nicht mehr zusammen. Was war denn das Problem, Patrick? Ich nehme an, der wird der HUD nicht angezeigt. Trüb Schwabe, moin. Verstehe nicht, warum der LS das in Liter angibt. Normal rechnet man immer in Tonnen, Kubikmeter. Ja, deshalb haben wir Umrechnungstabellen, wo das Schüttgutgewicht drin steht und dann kann man sich das auch wieder umrechnen. Aber ich glaube, in Litern, das wurde mal erklärt, hatte irgendeinen Grund. Frag mich nicht. Ja, aber die meisten Landwirte rechnen auch nicht in Tonnen. Nein? Also bei uns ist es die meisten, die meisten rechnen tatsächlich in Doppelzentner. Was? In Doppelzentner, okay. Jetzt ja gut, auch nicht in Hektar, sondern in Morgen. Was? Morgen? Morgen ist Freitag. Danke. Kein Problem. Einfach danke. Chris, danke für dein 500. Ich kann. Ich helfe doch, wo ich kann. Chris, dankeschön. Meinst du, dieses Jahr kommt der LS24? Wartest du denn auf den LS24, Patrick? Brauchst du jetzt einen neuen LS? Was soll der denn bringen? Ich meine, nein, guck mal, es wurde doch gerade erst ein neuer Seasons Pass rausgebracht. Und der wird dieses Jahr natürlich noch durchgehen. Aber ich wüsste jetzt nicht, wofür ich einen neuen LS bräuchte. Vielleicht für Schiebeschild. Ach so. Meinst du, die übernehmen das im nächsten LS nicht auch mit dem Schiebeschild? Nee, also theoretisch einen neuen LS bräuchte ich nicht. Nö. Nö. Dann sollen sie lieber noch ein bisschen mehr Effort hier in den stecken. Ja. Anstatt zu viel Effort schon in den nächsten. Ja. Kann ich auch. Wie bei GTA 6. Wie lange bauen die da jetzt dran? Boah. 10 Jahre, ich weiß es nicht. Ja. Alter. Aber dafür wird es halt auch wieder geil. Ja, also das ist jetzt schon. Ja. Rockstar ist halt immer, also für die GTA-Titel kaufe ich mir sogar immer Konsolen. Damals habe ich mir extra eine Xbox gekauft. Ja. Für GTA 5. Welche Witz? Was waren da? Ich glaube, ich hatte Corona, da habe ich Red Dead Redemption 2 wieder gezockt. Jo, ich auch. Alter, das ist auch ein saugutes Spiel. Ja, 4 Morgen gleich 1 Hektar, das stimmt nicht ganz. Das ist in ganz Deutschland unterschiedlich tatsächlich. Doch, Torge, ist angekündigt und wird hier in Miami. Umrechnungsfaktor quasi, für Morgen und Hektar. Also das heißt angekündigt, aber es ist, glaube ich, offiziell Morgen 1 Hektar bis 4 Morgen 1 Hektar. Und wie machen die das? Wenn die irgendwie, wenn sie nicht einig sind, wie viel die jetzt am Morgen haben. Knobeln. Ja, sowieso hauptsächlich mit den Bauern in der Umgebung ab. Ne? Naja, wenn du sagst, da stehen, keine Ahnung, 10 Morgen Mais, ja, dann wissen die ja, was. Ja, ja, also das, GTA 6 kommt, das ist safe. 34, 32. Von eigentlich hier in dem Jahr, das weiß man auch gar nicht so genau, wie viel hier drin ist. Also ich versuche das jetzt nochmal, das kleine Schild stand hier, ne? Ja. Ich versuche das jetzt nochmal, Chat. Auf die letzten Minuten versuche ich nochmal die Silos hier auseinanderzunehmen. Kann ja nicht angehen. Ich habe das Gefühl, dass ich es jetzt raus habe. Nee, aber ein Doppelzentner ist auf jeden Fall geläufig. Na, also bei mir nicht. Aber das hat nichts zu heißen. Also ich hab's noch nie gehört. Zentner ist bei uns immer so, dass, also meine Oma hat immer einen Zentner. Quasi. Also nichts jetzt gegen dich vor allem. Also, meine Oma hat auch gesagt, mit Pfund und so weiter und genau. So fort. Aber bei uns sind in der Landwirtschaft tatsächlich Doppelzentner. Mit Pfund? Also 10 Doppelzentner ist ja eine Tonne. Ja. Ja, Geis, ich schreib's auch gerade. Doppelzentner ist normal. Krass. Aber der Specknacken schreibt Doppelzentner für 100 Kilo. Ja, also sind
10 Doppelzentner. Eine Tonne. Du machst an die Tonne einfach nur eine 0 dran, dann bist du bei Doppelzentner. Ach oder so. Eine 0 weg. Ja, und das mit dem Schild hatte ich das eben, bin ich verrückt geworden. Ja, ne, ich habe jetzt die ganze Zeit damit gearbeitet, auch in der BGA hinten. Und es, da ging's, also... Irgendwann schiebt er hier halt hoch, das ist ja okay. Ja, aber das muss er halt irgendwann auch mal aufhören. Ja, ja, das macht er gleich. Eigentlich. Eigentlich, ja. Mhm. Die Frage ist, wann hört er damit auf? Wenn du jetzt beim Kalkstreuer stehst? Jetzt. Lol. Und dann lass ich nochmal runter. Und zieh das nochmal hier. Und das ist ja okay, dass das mittig so ein bisschen höher wird. Das ist ja auch tatsächlich gewollt. Ja, okay, aber trotzdem wünsche ich mir da einen Knopf, um das ausschalten zu können. Ja. Ja. Also er hat jetzt selber nicht ausgehoben, ne? Das muss man dazu sagen. Achso, du hast selber ausgehoben? Ja, ja, ja. Ja, aber ich musste eben die ganze Zeit wie so ein Bilder immer die Maus hoch. Also ich mache das ja mit der Maus. Immer, ne? Als wenn mir die ganze Zeit der Frontlader absacken würde. Es kommt, glaube ich, auch schwer darauf an, wie du das Schild winkelst. Ich habe das jetzt extrem schräg gestellt und da schiebt er zum Beispiel gar nicht. Auch spannend. Jetzt ziehe ich mir das hier wieder ein bisschen rein. Ist eher was für Dünger- und Saatgutmengen mit den Zentnern und Krams und ja. Ich glaube auch, in der BGA sagt auch keiner, oh, wir haben jetzt 1485 Doppelzentner eingefahren. Oder? Ja, also, ich habe es noch nie gehört. Kann natürlich sein. Ja, man lernt aber auch nie aus, ne? Also, ich lerne ja, ja, es ist stetiger Lernprozess für mich. Warum sagt man eigentlich zu Feldgrößen morgen? Das kommt doch nicht aus dem Deutschen, oder? Das kommt doch aus dem Englischen. Wenn mich nicht alles täuscht. Tatsächlich nein. Nein? Kommt das von uns? Das ist auch also Deutsch, von ja. Europäisch-Deutsch? Ja. Ich habe keine Ahnung. Hey, das beruht sich ja darauf, also bitte korrigiere mich, Thomas, oder wer auch immer. Das kommt ja daher, dass man früher quasi gerechnet hat, wie viel Fläche man an einem Morgen schafft. Echt? So, und deswegen ist es halt in Deutschland auch unterschiedlich. Ne? Ja. Aber das berechnet sich halt auf die ganz frühere. Klingt logisch. Landwirtschaft und auch die Größe der Schläge und so weiter und so fort. Mhm. Thomas sagt, das ist auch genau der Bezug bei ihm. Okay. Krass. Heftig. Wieder was gelernt. Vier Morgen sind ca. 1 Hektar und das war die Fläche, die man ungefähr an einem Morgen gepflügt hat. Krass, hier oben, dankeschön. Okay, okay, okay. Wer hat hier denn seinen Flug abgestellt mit Felderstellung an? Das ist gefährlich. Kann nur ich unter Umständen auch gewesen sein. Die neuen Landwirte, die wahrscheinlich lernen die das mittlerweile auch nicht mehr in der Schule und dann ist auch gleich die Sache, welchen Einfluss haben noch die älteren Landwirte, ne? Darauf, also ihr Vater oder Opa, wie auch immer. Ja. Das heißt, es ist ja wie überall, ne? Auch Dialekte, Sprachen und sowas, ne? Das gleiche ja, in Grün. Viel verloren auch. Ja, ja. Also mit Ochse und Pferd, ja, ja, schon klar, dass das ein bisschen länger her ist. Ja, daher beruht es. Okay, jetzt muss ich mir das nur behalten. Ich bin gespannt. Nächste Woche nochmal fragen. Ja, da wird nochmal abgefragt. Leistungskontrolle. Genau.
Na gut, kannst du jetzt auch in Frage stellen, woher kommt die Redewendung Futtern wie ein Scheunendrescher? Erzähl mal. Kennst du das mit dem Scheunendrescher nicht? Nee. Nee, ich bin Großstadtkind. Damals war es ja so, damals gab es ja keine Mähdrescher. Ja. So, da wurde ja im Endeffekt dann mit der Sense die Gerste oder Weizen, was weiß ich, was ist ja egal, wird Getreide geerntet, ja, zack, zack. Wurde dann gebunden, auf den Hänger geladen und dann in der Scheune, also das ist noch ein bisschen nachgereift, ja, und wenn dann quasi Zeit dafür war und das Wetter halt schlecht war, hat man in der Scheune quasi das Zeug auf den Boden gelegt und hat dann mit sogenannten Dreschflegeln, das sieht im Endeffekt aus, ich sag mal, wie so ein Roggenstern, halt nur mit einem langen Nudelholz dran, wenn du so willst, auf dieses Korn eingeprügelt. So, und das waren die sogenannten Scheunendrescher. Okay. Und das ist natürlich eine harte Arbeit gewesen. Die haben natürlich dann hart Gas gegeben. Ja. Verstehen. Um quasi das Korn aus der Erde zu prügeln. Ich verstehe. Okay, das kann ich mir, glaube ich, ganz gut merken. Na gut, Thomas, die meisten Drescher und alles, ne, alle Berechnungen laufen ja auf Tonne. Max, bis Dienstag. Oder Kilogramm auf den Hektar und so weiter und so fort. Was hat Klausurrelevanz? Ja, Freunde, das verraten wir jetzt hier natürlich nicht. Alles. Also, das hat meine Lehrer immer gesagt, alles hat Klausurrelevanz. Genau. Ja. Boah, nervig. Ja, aber Felix, es wird besser, deine Schiebetechnik. Ich sag doch, also wenn man hier so ein, zwei Stündchen damit zubringt, geht das auf einmal dann doch. Man muss ja erstmal kategorisch zwei, drei Stunden über Giants maulen. Was für eine Scheiße. Klappt hier nicht, kaputt gepatcht und dann konzentriert man sich und dann... Naja, ob du dich konzentrierst oder nicht, ich bin immer noch dagegen. Ja. Weil für Durchfahrsilos alleine schon, ne? Ja, kannst jetzt nicht überall einen Keil reinschieben. Nee, ja, also für Durchfahrsilos fährst du es ja auch, also schiebst du es ja auch eigentlich gar nicht mehr jetzt groß. Na, das mache ich ja auch eigentlich nur noch, weil ich es fünfmal vorher verkackt habe. Naja, sagen wir mal so, dann hast du einmal eine Birne dabei, die aus Versehen rückwärts fährt anstatt vorwärts und dann hast du einen dicken Häufchen. Und ja, es kann passieren. Spring doch nicht einfach so rein. Ja, sieh. Ich war so schnell, ich habe mich durch die Türe durchdiffundiert. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen dann in Flash. Aber hör mal, den Pullover hast du schon beim DEV angehabt, ne? Das ist so langsam, ja. Ist ein bisschen schmuddelig. Nee, du musst das so sehen, das ist einfach ein Running Gag mit dem Pulli. Okay. Just in case. Tut mir ja leid, aber der ist nicht von mir. Ja, okay. Ah, guck mal, da ist eine kleine Kante noch reingekommen. Na, da schiebt man ja nochmal lang, ne? Da ist es schon. Rüdiger, gar nicht so tief. Keine Kapriolen. Genau, keine Kapriolen. Ja, ich muss ja den Material vorm Silo hier irgendwie noch. Ganz langsam. Ja. Kannst du Hirschfeld fragen, ob es denn auch das Maß gibt, Tag statt Morgen? Fragt der Specknang. Also nicht, dass ich wüsste. Kann natürlich sein, dass es irgendwann gibt, aber wie gesagt, das ging halt um die Berechnung um den Morgen. Wie viel Fläche man am Morgen schafft. Und deswegen ist halt auch der wahnsinnige Unterschied. Wie gesagt, das variiert in Deutschland halt ein bisschen. Je nachdem, wo du da bist, irgendwas zwischen 3,5 und 4 Hektar. Ja. Also 3,5 bis 4 morgen ist der Hektar. Berg hoch, Berg runter, Luftdruck. Ob es gerade Bananen gibt, nein, man kennt's. Naja, die andere Sache ist halt auch,
kommt ja halt auf den Boden drauf an, ne? Wir reden ja vom Flügen bei der ganzen Sache. Ja, nee, ist klar, ich sag ja, also es gibt da Wetter, Boden, es gibt da schon ein paar Komponenten. Das stimmt schon. Das Ding ist, diese Feinfühligkeit, die ich jetzt eigentlich vom Schild bräuchte, das ganz feine hoch runter, das... Die haben sie weggepatcht, sagst du? Das ist nicht ganz so feinfühlig gerade machbar. Das kann... Ich habe es jetzt noch nicht mit der Maus gesteuert, muss ich ehrlich dazu sagen. Aber wenn ich in der Bewegung bin... Selber Murks. Ja, wenn ich in der Bewegung bin, will ich das auch gar nicht mehr machen, weil am Ende geht es dann einmal runter und hoch und dann... Ne? Oh, moin, stopp. Der Haufen muss glaube ich nicht geschoben werden. Naja, ein kurz komprimieren. Ich hoffe, ich mache das jetzt nicht nervös, dass ich hier die Hand auf deinen Schoß habe. Das ist okay, das stört mich nicht. Okay. Ich hätte eine Frage, ist das T-Trainer, er ist normal, dass an bestimmten Stellen etwas knackt, wenn man lenkt? Ja, ich glaube, das ist dieser Plastering, wo du das mit drauf schiebst. Das habe ich auch manchmal. So, mal gucken, ob wir jetzt nach hinten umkippen, wenn wir hier runterfahren. So. Ja. Naja, machen wir Feierabend, ne? Scheiße. Diffundiere ich mich jetzt wieder durch die Türe durch, oder? Nee, ich mach die gleich auf. Warte. Also wenn du aussteigen willst, ich kann sie dir gerne aufmachen. Nee, alles gut. Ich will nochmal ganz... Während der Fahrt ausspringen wollte ich jetzt auch nicht. Nochmal ganz kurz hier das Schild so hier. Und dann schön langsam hier nochmal rein. Weißt du schon, wie viel Kubikmeter die Kühe im Monat bei euch brauchen an Futter? Boah, pff. Das, nee, weiß ich nicht. Es ist halt wirklich auch echt viel der Winkel des Schildes. Ach, diese scheiß Rolle. Hab's doch ein. Mach ich doch. Irgendwann wird da mal wieder ein Durchfahrsilo raus. Nein! Oh. Mit Pool in der Mitte? Ja. Willst du mal schieben? Nee. Wie gesagt, ich habe mit Hass dieses Schild verkauft eben. Das sehe ich nicht ein. Bevor ich zu euch gekommen bin. Das sehe ich nicht. Das ist auch gut, dass du das nicht einsiehst. Deswegen habe ich gedacht, ich setze mich jetzt einfach mal neben Profi und lass mich belehren. Ja, Profi bin ich tatsächlich hier nicht, aber... Ja, aber du hast ja gesagt, dass du es gerne rausfuchst. Und habe ich gedacht, jetzt kann ich mir abgucken, wie du das gemacht hast. Naja, was ich halt versuche rauszufinden ist, ob das jetzt hier wirklich an den Siloplatten liegt oder nicht. Also wie gesagt, ich hatte dasselbe Problem oder schlimmere Probleme eben in einem fertigen Silo, was auf der Rade eingebaut ist. Mhm. Das ist halt ohne Siloplatten. Na, ich guck mal, ich bewege das jetzt nicht weiter. Mal gucken, ob das Schild dann irgendwie hoch oder runter geht. Wenn wir über die nächste Platte drüber gehen. Das würde ich jetzt gerne noch mal wissen. Oder hier kommt es zur Kante. Da geht es ein Stück hoch, hast du gesehen? Mhm. Aber das wäre okay, wenn du oben an der Kante ankommst, dass er das Schild komplett aushebt. Das ist dann tatsächlich eine smarte Geschichte. Ist nur blöd, wenn die Kante mitten im Silo ist. Wenn ich so eine Automatik einbaue, dann kann ich auch die Maussteuerung davon rausnehmen, weil dann reicht es, wenn ich V drücke. Naja, dann fände ich zumindest geil, wenn man die Option hätte, diese Automatik abzuschalten. Weil das ist ja das, was ich sage. Bei diesem Baukasten hier hast du jetzt 4 Silos. Und wenn der 4-mal automatisch aushebt, wird es schwierig. Also 4 Keil-Silos hintereinander. Ja, so in etwa. Naja, gut.
Ich stell den Bums jetzt hier ab und... Ach du Scheiße, den ganzen Teer hat aufgerissen. Ach. Easy. Dirk würde wieder sagen, das ist vom Monitorlicht. Ja, ja, ja. Das ist, werden wir dann sehen. Wir haben ja dann noch Gras zu machen und da kann Dirk das dann mal schön machen. Ich bilde mir halt wirklich ein, es kann eine Einbildung sein, aber ich bilde mir wirklich ein. Konnte man das nicht mit F4, das Raster? Na klar, guck doch mal. Hier seht ihr wunderbar, wo sich die Siloplatten, na wo die Mitte ist. Das ist jetzt hier genau die Mitte, sieht man sehr schön. Und genau an der Mitte lang, genau, und genau an der Mitte lang siehst du dann, wie sich das hier daneben... Ja, aber Felix, das ist hier vorne auch. Hä? Du hast ja überall... Ja. Nee, hier ist hier eine Platte, ist eine wo Trennung. Du stehst. Genau, hier ist auch eine Trennung. Ja, aber hier ist ja kein... Hier hast du ja nicht rumgedödelt. Also hier... Nee, aber hier ging es auch noch berghoch. Dann hier oben ist die Mitte. Na, hier kommt er zur Mitte und dann wumm. Genau, einmal ab. Also wie gesagt, diese Automatik ist garantiert total toll für Consoleros. Glaube ich auch. Weil ich glaube, auf der Konsole ist das ein bisschen schwierig, das... Obwohl, nee, mit dem Analogstick, glaube ich, ist das eigentlich auch geil handelbar. Ja, aber denk dran, dass du irgendwelche Tasten drücken musst und dann kannst du nicht mehr fahren oder so. Ne? Also Denk dran, die haben doppelt, dreifach 10.000 Belegungen. Ich weiß nicht, ob die während der Fahrt einen Frontfahrer einfach so vielleicht schlagen können, ohne ist das, vielleicht ist das Schild auch runtergegangen, weil ich nach unten gefahren bin. Das wissen wir jetzt nicht genau. Der Uncut-Chat wird es mir sagen. An dieser Stelle, lieber Uncut-Chat. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.